Ja, ich bin Florian. Ich bin Florian. Und das ist Fabian. Und zusammen sind wir halt ziemlich gestört. Ja. Wir haben mal so ein paar Fragen zusammengestellt, die ihr halt beantwortet bekommt, auch wenn die keiner gefragt hat. Die stellen wir euch einfach so. Und zwar folgendes. Wurden wir oft gefragt, wie wir so mit diesem großen Erfolgsdruck zurechtkommen jetzt, ne? Also wir haben ja tausende Anfragen, zwei oder drei? Der Erfolgsdruck ist drückerig. Ja, ich habe schon manchmal so Erlebnisse, wenn ich nach Hause komme und ich gehe nachts ins Bett, dann kann man nicht gut einschlafen, wenn man jetzt zum Beispiel... Nee, dann liegt der Druck wieder auf. Ja. So als ob da permanent ein fettes Walross auf dem Rücken rumliegen würde und der sagen würde, ey, Erfolg. Oh, letztens hier. Also da, wo war das hier? Da waren wir zu Hause. Genau, wir standen. Ja, ja. Zehntausende Leute, andere Sachen. Die kamen mit Reisebüssen hier hin, mit Flugzeugen als Fallschirmspringer runtergesprungen. Dann machst du die Tür auf und auf einmal stehen da 10.000 Leute vor der Tür. Also ich habe direkt, habe ich erstmal an ein paar andere Sachen gedacht. Oma wollte auch ein Autogramm haben. Wo seht ihr euch in 20 Jahren? Ja, wo sehe ich mich in 20 Jahren? Natürlich sehe ich mich in 20 Jahren als ziemlich erfolgreicher Actionheld in Südamerika. Ja, oder halt, ich werde etwas bescheideneres, so, keine Ahnung, Raumschiffforscher oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in 20 Jahren werde ich 20 Jahre älter sein. Vermutlich mit David Hasselhoff und anderen Hasselhoffs auf dem Mond Golf spielen. Und wo wir uns beide sehen in 20 Jahren, ist dann ja wohl klar. Wir treffen uns auf der Strecke, ich zur Raumstation und er halt beim Golfspielplatz. Ja. So. Ja, also, hier 132.000 zum Beispiel hat auch geschrieben, was steht da? Ja, genau. Warum stehen wir so heftig auf Wurst und Käse? Ja. Wenn ihr Fragen habt, dann. Ja, schreibt sie einfach in die Kommentare rein, wir werden sie lesen. Bei großen Anfragen, wenn es genug Kommentare sind, werden wir vielleicht auch ein Video machen, um diese Fragen dann beantworten. Aber eigentlich wollen wir eure Fragen nicht beantworten.